Nächstes Quiz. Zu. Ah ja, das ist ja genau, das ist wunderbar, das passt dazu. Das habe ich jetzt selber noch zusammengebastelt, wo ich vorhin schon mal gesagt habe, immer wenn Wasser in so einem Glas die Oberfläche berührt, ich tue da eine Mikroelektrode rein und da eine Mikroelektrode, dann fließt Strom. Und das ist die schöne Zeichnung von Pollack, dass er dann, ich stelle es mir so her, du hast nämlich hier diese negativ geladene Zone. Und wenn ich hexagonales Wasser habe, verwirbeltes Wasser, habe ich noch mehr Zonen. Und was jetzt interessant ist, vom Leben, Wasser ist ja Leben, sagt man. Ein interessanter Versuch. Du nimmst ein Anästhetikum, du kannst es messen. Wie hoch ist diese EZ-Zone? Lässt sich mit Mikroskopen und mit lichtgebenden Verfahren sehr gut messen. Wenn ich dir Anästhetikum gebe und du bist bewusstlos, dann geht diese Zone auf Null. Ah. Dann geht sie auf Null. Okay. Dann kommst du wieder normal Wasser, wieder eine gewisse Zone, 0,2 Mikrometer oder Millimeter. Aber dann gebe ich Licht dazu, Infrarotlicht, dann vergrößert sich die Fläche aufs Fünffache. Darum ist ja wichtig, Vitamin D oder Sonnenenergie. Im Frühjahr sagt, boah, Veronika, der Lenz ist da. Aber wenn du dann jetzt das Infrarotlicht dazugehst, dann verfünffacht sich das. Und darum, was macht die Pflanze zum Leben? Warum sind Mineralien so gut aus Obst und Gemüse? Weil sie haben alle eine Ladung. Auch das ist nachgewiesen, das findet man auf meiner Homepage beim Professor Pollack. Ganz eine lange Auslassung drüber. Also wenn ich Licht dazu gebe, dann vergrößert sich diese Zone. Und darum ist eine Infrarotsauna und Infrarotstrahlung so heilsam und so gut. Und das Gegenteil halt, wenn ich dir das Licht nehme oder dich in eine Thermoskanne spanne, dann wird es sterben. Dann wird es kein Licht mehr haben. Und darum überleben ja auch die Leute in den Filmen oft, wenn das heißt, die werden... kommen in eine Zelle rein, 30 Tage ohne Tageslicht, überleben es trotzdem. Und darum ist auch Meeresboden, das Gegenargument wäre ja, im Meer ist ja dunkel unten, die Fische leben trotzdem, sie haben das Infrarotlicht. Mhm. Und das ist eigentlich das. Und darum ist das einfach, diese Negativzonen hängt zusammen wieder mit den Knien, warum es nicht quietscht. Und je höher diese Zone, je besser, umso mehr Kraft und Energie ist da. Gell? Okay, spannend. Next one, ja.